was heute passieren wird. Verstappen und Bottas starten hier grottig, weswegen auch Hamilton da ein bisschen ins Schleudern gerät. Die uns da fehlen, aber ich glaube, das sollte jetzt auch geschehen sein. Genau, hier geht's rein. Und da gehen wir an Valtteri Bottas. Eins. Ja, auch gut. Ja, da kommt ein Rutscher und da ist Verstappen direkt wieder da, setzt sich hier. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23 mit Teamkarriere in Season 3 hier aus Montreal, Kanada. Es war eigentlich in der Vergangenheit immer eine geile Strecke, wo wir eigentlich immer rasieren konnten. Deswegen erwarte ich mir heute eigentlich auch ein gutes Endergebnis. Dafür abonniert aber unbedingt mal gerne den Channel kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Instagram gerne @hündus_gaming, aber auch gerne auf TikTok. Macht die 13k dort voll jetzt _tobi. Hier haben wir die Strecke 4,3 Kilometer, 14 Kurven und 3 DS-Zonen. Machen die Strecke sehr possible zum Überholen. Also es ist wirklich genial hier. Schön angelegt. Und echt eng, aber dennoch wird es sehr spaßig. Jetzt geht's los, finale Quali-Runde. Wir hatten jetzt schon, das ist jetzt die dritte Runde, aber es ist auch wichtig zu sagen, ich bin mit dem Satz schon eine schnelle Runde gefahren und werde es jetzt noch einmal versuchen. Und Halleluja, Turn 1, die ist sehr rutschig. Jetzt geht's hier runter in die Schumacher, in die Vettel-Hamilton-Incident-Kurve. Da gab es ja 5 Sekunden für keine Ahnung was. Ja, und da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Dennoch, hier gerade der Exit ist sehr, sehr schwierig. Da konnten wir ein paar, ja, Zehntel sogar, 1-2 Zehntel konnten wir finden. Jetzt einmal hier rauf diesen Kugel, da, Batterien des Controllers sind leer, das ist natürlich nicht gut. Ja, hier rauf und dann sind wir bei knappen 3 Zehntel. Ja, der Exit muss hier sitzen und auch die Wall of Champions, die müssen wir halbwegs meistern beim Rausbeschleunigen. Hier richtig einen Schwung mitgenommen. Aber die Zeit sagt, ich war hier langsamer als vorher. Das wundert mich, aber wirklich. Ja, 3 Zehntel werden uns nicht allzu weit nach vorne bringen. Es ist aber wichtig, hier mal natürlich zu hoffen. Zack und zack und maximal geschnitten die letzten beiden Kurven. Und ja, finden wir noch eine 0,5 Zehntel. Und es reicht dann am Ende aktuell mal für den 2. Platz. Gucken wir mal an. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Verstappen, Bottas, Hamilton, der Wissenschaftler, Perez, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Hülkenberg, Tsunoda, Joe, Albon, Doohan, Ocon, Magnussen, Liam Lawson, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das ist also der 7. Platz, unser Teamkollege leider weiter hinten. Aber ja, wir konzentrieren uns natürlich auf vorne. Ich gehe mal auf eine andere Strategie. Wir werden von Gelb auf Rot gehen. Mal gucken, ob das Ganze funktionieren kann. Verstappen und Bottas starten hier grottig, weswegen auch Hamilton da ein bisschen ins Schleudern gerät. Und wir eigentlich fast den 3. Platz geschenkt bekommen. Wir setzen uns hier an den 3. Platz. Die Leclerc und Sainz die Offensive. Also beide Ferrari mit dem noch neuen Design aus Monza hier unterwegs. Wir müssen halt ein bisschen jetzt pushen, denn ja, solange Russell hinter uns ist, glaube ich, haben wir ein entspannteres Leben. Aber sobald mal Bottas oder auch die anderen, die mit Rot gestartet sind, hinter uns kommen, dann wird es schwierig. Jetzt mal hier raus und es ist eins zu merken, auch mit den gelben Reifen ist der Russell sehr schnell. Wir fahren hier auf Traktionskontrolle Mittel und auf Schwierigkeit 95. Das spricht natürlich auch ein bisschen dafür, dass wir jetzt schon 2 Sekunden hinten sind, obwohl es gerade mal die erste Runde ist. Ja, das kann auf jeden Fall heiter werden. Auch Russell hat ein bisschen Probleme, sich abzusetzen. Also der hängt da auch ein bisschen, also Bottas kann den gut folgen, er kann aber auch wiederum uns sehr gut folgen. Die letzte Kurve könnte unser Rettungsanker werden, denn wenn du die wirklich gut schneidest, kannst du so viel Zeit auf die Konkurrenz gut machen, dass das dann wirklich besser ist als alles andere. So, erster Turn und eins ist zu merken, so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, ist es absolut nicht. Also wirklich, das ist es nicht, das ist unheimlich schwierig hier. Gerade gegen Russell, aber ja, gerade gegen die Ferrari. Also Russell ist eigentlich
geht noch so, den können wir gut nach hinten halten, aber gerade so dieser Mercedes, der ist echt, boah, unfassbar, wie schnell, was für ein schnelles Paket diese beiden Ferrari, habe ich wieder Mercedes gesagt? Nein, natürlich, diese beiden Ferraris sind natürlich auf den roten Reifen, eventuell können die auch nicht so lange aushalten oder kommen ins Fight oder so, das wäre natürlich cool, wie einst in Monza. Schaut mir aber mal aus, als ob Sainz das da vorne ein bisschen kontrolliert, der ist aus fast einer Sekunde weg. Also aktuell haben die das komplett im Griff. Ja, vielleicht kann uns natürlich der zweite Stint weiterhelfen, wenn wir dann die Routen drauf haben. Fraglich, ob die Strategie aufgeht, denn das habe ich ewig schon nicht mehr probiert. Gucken wir uns mal die Start-Tree planen. Und hier beide Ferrari auch schon aus der ersten Startreihe. Was das natürlich einfacher gemacht hat für sie. Und ja, Bottas richtig gestanden. Wir mussten am Anfang hier auch ein bisschen, musste ich ein bisschen gucken, wo ich Land finde. Aber konnte ich ordentlich vorbei. Es war wirklich ein einfacher Start. Aber wie gesagt, liegt vermutlich an echt diesem schlechten Start von Bottas und Hamilton, die beide so ein bisschen gestanden sind. Das wird ein heiteres Rennen noch, das verspreche ich euch. Dritter Platz halten wir noch, aber es sind halt immer diese 2,5 Sekunden. Wir sind so ein bisschen in einem Loch drin. Hinter uns kommt Russell und Bottas nicht hinterher. Also Russell hält Bottas ein bisschen auf. Und vor uns kommen wir den Ferrari-Jungs nicht hinterher. Also gerade zum ersten Sektor gewinne ich noch ein bisschen. Also da knabber ich ein bisschen was ab, aber ich verliere das dann alles. Gerade im dritten Sektor, weil ja da, die geben sich da gegenseitig DRS-Windschatten. Also die pushen sich da bis zum Limit. Aber eins fällt mir auf, Leclerc hat jetzt auf Sainz aufgeschlossen. Und das bedeutet eventuell, dass einer bald in die Box gehen wird. Oder, dass es Stahlorder gibt. Oder, dass Leclerc Sainz free to fight angreifen darf. Alle drei Szenarien wären natürlich toll für uns. Das letzte wäre natürlich am besten, weil so könnte ich auf beide auf einmal aufholen. Und es schaut mir dann doch so aus, als ob das free to drive ist. Leclerc immer noch hinter Sainz, auch hier in der siebten Runde. Wir haben zwar ein bisschen Boden an Russell noch gut machen können, aber nach vorne hin mussten wir noch mehr ziehen lassen, die beiden. Und das ist dann wirklich schon sehr... Mann, das ist halt ein bisschen ein fades Rennen heute. Wir müssen hier eher managen, eher gucken, dass wir nach hinten nicht allzu viel Zeit verlieren. Nach vorne darf ich gar nichts mehr verlieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass diese Strategie aufgeht, denn sonst wäre das natürlich echt bad. Das wäre echt blöd. Ein Haas ist ganz, ganz weit hinten unterwegs. Der hatte dann anscheinend wohl einen Crash in der ersten Runde, zweiten Runde, irgend sowas. Zehnte Runde und wir sehen, Leclerc ist an Sainz vorbeigegangen. Aber, auch Russell holte richtig auf uns auf. Hat schon 6 Zehntel gut gemacht und jetzt biegt der erste Ferrari in die Box. Nein, biegt er noch nicht. Oh, sorry, hat so ein bisschen ausgesehen, als ob der in die Box abbiegen würde. Aber ist noch nicht so. Es sind aber jetzt doch nur noch 1,3 Sekunden. Es ist, glaube ich, jetzt dieser Zeitpunkt da, wo die roten Reifen einfach einbrechen. Ich meine, 11 Runden mit Rot auf einer Highspeed-Strecke wie Kanada, das musst du auch mal schaffen. Und ja, ich müsste dann noch mehr Runden fahren mit dem Roten. Also ich in der berüchtigten Mauer, jetzt bin ich auch im DS-Fenster zu Carlos Sainz. Und ich denke mal auch, jetzt wird man die Reißleine ziehen. Wenn man nicht allzu dumm ist bei Ferrari, müssen sie eigentlich die Reißleine ziehen und einen der beiden reinholen. Im besten Fall natürlich den zweiten, weil ich zu Leclerc noch keine Sekunde habe. Also die werden bestimmt den Sainz hier reinholen, weil es eben sonst dumm wäre. Ich würde dann den Sainz angreifen können, wenn man Leclerc so ein bisschen die die Chance gibt. Ich glaube auch Sainz hatte die Pole, also man wird safe Sainz reinholen. Und ja, ich muss jetzt auch, darf mich jetzt nicht zu lang mit denen aufhalten, denn im Hintergrund ist eigentlich mein eigentlicher, ich würde jetzt mal sagen, Rivale für das Rennen. Denn Russell, der ist eigentlich so, ja, nein, man holt Leclerc rein. Und jetzt auch Sainz, 13. Runde, wir werden jetzt auch reingehen. Nein, gehen wir noch nicht rein. Wir konnten auf Russell zwar 3,6 Sekunden gut machen, aber wenn wir unten auf Leclerc gucken, sind das nur noch 13 Sekunden. Und man, glaube ich, braucht jetzt ca. 18 für einen Pitstop. Das bedeutet selbst, ja, Hamilton, war der schon in der Box? Ich bin mir sehr unsicher. Oh, Sainz hier mit den, ja, jetzt sind wir wieder hier. Und wir merken auf jeden Fall, Russell, der kann nicht mithalten. Der ist jetzt auch schon, 4 Sekunden hat er schon abreißen lassen. Auch Leclerc kann nicht
richtig aufholen. Also es waren schon mal unter 10 Sekunden, unter 11 Sekunden. Aber das wird immer mehr, weniger. Wir werden circa hinter Verstappen rauskommen und so ist es jetzt auch. Wir müssen in die Box. Es ist die 16. Runde. Auch Russell war mittlerweile in der Box und ich glaube, ich habe mein Glück ein bisschen zu sehr herausgefordert, denn das wird kein gutes Ende nehmen, bin ich mir beinahe sicher. Gehen wir mal in die Box rein. Sehr spät gebremst. Da ist jetzt auch dieser Pöller von, also dieses 80-Meter-Schild, 80-Kilometer-Schild, ist jetzt schon bei der Boxeneinfahrt. Das finde ich auch sehr blöd. Das mag ich auch gar nicht. Jetzt hier geht's rein. Lila immerhin. Die Jungs, bitte verkackt es nicht. Das geben die roten Reifen. Ich hoffe natürlich, dass wir so ein bisschen auf Fastest Lap gehen können. Max Verstappen zischt hier durch, aber wir kommen vor Valtteri Bottas und auch. Nein, kommen wir nicht. Fuck, Bottas ist durchgeschlüpft. Hinter den wollte ich eigentlich nicht rauskommen. Das ist natürlich bitter, dass wir jetzt da wirklich hinter Bottas zurückgefallen sind. Aber Russell und Hamilton sind hier irgendwie richtig am Abhaken. Ja, das ist natürlich bitter. Es ist eigentlich aufgegangen, die Strategie. Ich wollte ja hinter den Ferraris. Also, es war mir klar, dass ich hinter die Ferraris zurückrutsche. Aber ich habe mit der letzten Runde, die ich dann draußen war, denn es war ja eigentlich geplant gewesen, Runde 15 reinkommen. Und durch das, dass ich erst Runde 16 reingekommen bin, habe ich halt dann wirklich diese 3,5 Sekunden auf Verstappen und dann halt auch auf Bottas verloren. Und ja, das ist natürlich blöd. Ja, ich kann sie nicht ändern. Jetzt, glaube ich, ist eher Schadensbegrenzung angesagt. Wir müssen halt mal gucken, dass wir es aufs Podium schaffen. Verstappen sollten wir aber, glaube ich, mit den frischeren Reifen, wir sind ja nur, ja, sagen wir mal, der, wenn das mit Bottas ein bisschen länger dauert, sind es 4 Sekunden, die uns da fehlen. Aber ich glaube, das sollte jetzt auch geschehen sein. Genau, hier geht's rein. Und da gehen wir an Valtteri Bottas vorbei. Das ist jetzt Platz Nummer 4. Ja. Hm. 3,4 Sekunden zu Max Verstappen. Wir haben natürlich mit Abstand die frischesten Reifen da vorne und auch die weichsten. Das macht uns ja eigentlich da vorne zum Favoriten. Doch, es sind fast 10 Sekunden auf Sainz. Das wird, glaube ich, kaum was werden. Das war jetzt dann, genau, wo wir ganz knapp schon dran waren vor dem ersten Stint-Ende der Ferraris. Da waren wir schon richtig nah dran. Hätte ich hier den roten Reifen drauf gehabt, dann hätten wir vermutlich das Rennen gewinnen können. Aber ja, weil ich eben mit diesem Gelb noch länger fahren musste und man leider nicht auf Gelb-Gelb gehen darf, hat mich das so ein bisschen zurückgeworfen dann im Endeffekt, der gelbe Reifen. Rückblickend wäre vermutlich eine Strategie mit Rot auf Gelb besser gewesen, denn da hätte ich auf jeden Fall mehr rausholen können. Das ist aber jetzt natürlich rückblickend immer einfacher zu sagen. Und ja, das war dann hier gegen den guten Carlos Sainz. Da haben wir es auch nicht geschafft vorbeizukommen, der ist dann einfach in die Box abgebogen. Und jetzt dann hier gegen Valtteri Bottas, der hat sich hier auch nicht arg gewehrt. Ich glaube, der wusste auch so, der eine Platz mehr oder weniger, der tut mir nicht stark weh. Und der hatte jetzt doch hier nicht den Biss. Wir sind im Max Verstappen dran, es ist Runde Nummer 22 und es ist echt eng, denn unsere Reifen sind mittlerweile nicht mehr die frischesten und Verstappen, der probiert hier wirklich mit aller Macht dagegen zu halten. Ich sehe auch hier einen Sainz, der wäre nur 5 Sekunden weg hier, das ist natürlich echt schade, aber ich muss mich jetzt hier mal mit Verstappen abarbeiten, um noch aufs Podium zu kommen. Das wäre echt geil, wenn wir das wenigstens schaffen würden. Hier aus der Kurve raus, Windschatten on DRS, Windschatten on DRS on, Windschatten ist natürlich auch da. IRS benutze ich aber noch nicht, denn wir wissen, auf der langen Geraden, da ist, glaube ich, mehr drin und auch in Richtung erster Kurve ist, glaube ich, noch viel, viel mehr drin als hier gegen, ja, als hier in dieser Mittelgeraden, wo man eh nichts richtig überholen kann. Andere Linie, mehr Schwung mit rausnehmen, jetzt hier noch einmal. IRS wird aufgedreht, das DRS darf ich in 100 jetzt aufmachen und ich glaube, das könnte reichen, ja, das geht locker, das sollte mal reichen. Hier probieren wir es mal innen gegen Max Verstappen und das ist jetzt mal der dritte Platz. Vorerst, warum vorerst? Denn mein Exit hier war wirklich nicht der beste. Jetzt konnten wir uns auch mal ein bisschen wieder hier fangen. So, da, es geht in Kurve Nummer 1. Ja, auch gut. Ja, da kommt ein Rutscher und da ist Verstappen direkt wieder da, setzt sich hier neben uns und das macht eigentlich ziemlich klug, denn es ist diese Kurve hier, ja, wo wir
Gott sei Dank durch die innere Bahn uns nochmal vorbeischlingeln konnten. Das wird aber echt nochmal schwierig. Und hier ist er gleich wieder. Runde 23. Und ja, da kommt es zur leichten Berührung, weil da zieht er wirklich richtig eng vor unsere Nase. Und ich konnte jetzt nicht zu schnell reagieren, dass es da keine Berührung gibt. Jetzt heißt es noch einmal beten, denn die roten Reifen sind jetzt nicht mehr am besten zu fahren. Da mussten wir jetzt auch über das Gras drüber gehen, das war nicht optimal. Und jetzt, ja, diese letzten Runden, die fordern uns richtig. Noch einmal hier durch, DRS on, der Exit war nicht mehr sauber. Es sind fast 7 Zehntel jetzt. Und ich glaube, das könnte sehr eng werden. Wenn ich den Exit in der Handadelkurve nicht schaffe, wird das vermutlich mein Aus bedeuten hier. Das war Runde 23, der Rutscher. Und ich dachte tatsächlich, dass vielleicht ein Verbremser von Verstappen da war. Aber nein, es war einfach nur mein Fehler, weil ich zu früh auf... Doch, da war es im Flügel da. Ich glaube, ich habe da einfach viel zu früh zugemacht. Und er konnte das nicht atmen. In meinen Rückblicken ist er eh vorbeigegangen. Und wir müssen uns hier strecken, um überhaupt noch im DS-Fenster zu bleiben. Es ist Runde 25 und ich glaube nicht, dass das mehr reichen wird. Denn auch Russell klebt uns jetzt schon ordentlich hinten dran. Und die letzten Runden des Fights haben schon seine Spuren hinterlassen. Die Reifen sind beinahe tot. Und ja, das reicht nicht, Leute. Wir verlieren hier das Podium. Leider. Ich habe hier nochmal einmal alles reingelegt. Und es ist so knapp. Aber es reicht nicht fürs Podium. Das ist schade. Es ist Platz Nummer 4. Ah, Ende Mann. Verstappen stiehlt uns hier so ein bisschen das Podium. Mann, das ist blöd. Aber es war eigentlich alles aufgebaut auf diesen eine Runde zu spät reinkommen. Aber rückblickend jetzt, die Reifen waren sowieso jetzt auch schon tot. Gucken wir uns mal die Siegerin an. Bemerkenswerte Fahrerleistung und gute Arbeit vom gesamten Team haben hier in Kanada heute zum Sieg geführt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Wir nehmen hier 13 Punkte mit, denn wir haben auch die schnellste Rennrunde geholt. Wenn auch nur 1,5 Zehntel schneller. Das ist echt nicht viel. Auch der gute Lando nimmt 2 Punkte mit. All in all ein sehr erfolgreiches Wochenende für das Audi-Team. Auch für mich als Fahrer, denn wir können somit auch immer noch so ein bisschen hoffen auf die Weltmeisterschaft. Denn wir müssen zwar die Führung gleich wieder abgeben, sind aber nur 3 Punkte hinter Leclerc, was das Ganze eigentlich erträglich macht. Carlos Sainz hat uns ein bisschen geroastet, doch steht nur 4-6. Ich glaube aber, die Rivalität wird keine Zukunft haben, denn die Ferrari sind dort einfach all in all viel, viel stärker, als wir das sind. Und ja, das ist... Mann! Egal. Wir verlieren hier zwar leider das Podium, doch es war trotzdem ein richtig geiles Rennen. Gerade so zu Beginn, so immer näher dranbleiben mit den gelben Reifen, konnten wir da wirklich überrunden. Die Ferraris jagen. Auch wenn ihr Stint dann schon zu Ende war, ist es dann dennoch wirklich knapp am Podium gescheitert. Also wenn der Rutscher nicht gewesen wäre, in Turn 1 hätten wir da locker auch das Podium mitgenommen. Für heute war es das mal. Es war ein geiles Rennen, hat unheimlich Spaß gemacht. Und wir haben hier wieder mal die Frage, welchen Sponsor wir uns aussuchen dürfen. Und ich nehme halt da wirklich gerne einen, wo ich auch weiß, dass ich mein Geld verdienen kann. Wenn da steht, fahr ein sauberes Rennen, es muss ja nicht immer ich das Problem sein, sondern es kann ja auch einmal... ein Wheelbank sein und so, schon ist das Rennen nicht mehr sauber. Und auch so 70 Runden als Team fahren. Ich weiß nicht genau, wie viele Runden mein Teamkollege fährt. Ich weiß nicht genau, wie viel ich fahre. Es ist natürlich auch streckenabhängig und ja.
auf Werte Bastelmann. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke für euren Support. Falls ihr noch nicht habt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo hier freuen. Und falls euch meine Videos gefallen, macht doch gerne Däumchen rum. Das schaut gerne auf Instagram und auch gerne auf Instagram-Tobi auf TikTok vorbei. Falls ihr da noch nicht habt, macht doch gern ein Abo weg. Macht die 13k voll. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.